Hallihallöchen, ihr da draußen. Ich bin's wieder, euer Cypressl B und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Pandaskins. Das Ganze ist gesponsert, Gambling ist ab 18. Passt da bitte auf, gambelt nur mit dem, was ihr übrig habt, was ihr ausgeben könnt. Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, könnt ihr unten in die Beschreibung gehen, auf den Link drücken. Dann seid ihr direkt hier auf meinem Ref, drückt auf Bonus, geht auf Promoskins, gebt hier die zwei Codes natürlich ein. Erhofft euch bitte den 20% Deeperside-Bonus. Zahlt einmal ein, geht auf die Daily Card. Aktiviert hier, kann ich leider nicht, habe ich schon. Und holt euch einen Free Skin raus. Wir gehen weiter bei unserem Let's Test zum Cases. Wir sind jetzt bei den Waff Skins tatsächlich angekommen. Wir sind jetzt bei den P250s. Farmers und Galil werden wir heute mal durchgehen. Dann haben wir schon mal die erste Reihe dann. Das heißt, immer schön von jeden 25 Skins. So. Haben wir das auch. Four Players und um den Sieg zu krönen, hauen wir uns eine Panda Case rein. Let's go. Vier Spieler, wir warten jetzt auf die Bots. Nebenbei gehen wir jetzt einfach ein bisschen hier runter und öffnen zwei Dadosh Cases. Einfach ganz gechillt, weil ich möchte die 100k Apple noch erreichen und möchte mit euch den großen Roll wieder mal machen. Ja, so wird es aber leider nichts. Dadosh, jetzt ziehen wir bitte in der nächsten Case einmal an. Einmal so ein Talonknife und dann habe ich's. Das geht ja nicht, 3 Euro bei 78 Dadosh, bitte. Come on, gib mir was Schlaues jetzt. Gib mir einen guten Skin. Oh ne, bitte nicht. Oh na, oh, puh. Oh, aua, okay. Ich hätte das hier gefeiert, bin ich ganz ehrlich zu euch. Aber das nicht. Probieren wir es noch zweimal. Auf geht's, open. Und dann müssen wir, glaube ich, sogar schon in unser Battle rein. Aber alle guten Dinge sind 4, deswegen öffnen wir einfach jetzt gleich zweimal, zwei gleichzeitig. Ah, ja, ist jetzt, obwohl das Knife, wenn wir da stehen bleiben. Ja, es dürfte gut sein. 102, zwar nicht das Beste der Besten, aber nicht so krass minus. Und unser Battle geht tatsächlich gleich los. Ja, jetzt testen wir uns wieder durch die ganze Misere hier. Hoffen natürlich auch auf den einen oder anderen Win. Weil Win ist halt exactly gut für uns, weil Profit ist gleich mehr Videos für uns. Aber ihr seht halt auch, hier läuft auch nicht immer alles rosig, auch hier verliere ich mal. Aber ja, sagen wir so, die Panda Case hat jetzt gerade auch den Preis hier ein bisschen angehoben. Und deswegen hoffen wir, dass wir hier was Gutes absahnen, dass wir auch schon in den Vorcases jetzt Profit machen, um dann mit der Panda Skin den absoluten Profit rausholen. P250 gibt es einige Skins, die was wert sind, gibt aber auch einige, die nichts wert sind. Deswegen hoffen wir mal, dass wir eher die guten Skins ziehen. Ach, P250 Supernova, noch immer muss ich sagen, neben der Morettos, die gerade gezogen wurde, einer meiner Lieblingsskins. Obwohl ich mal sagen, auch die Alligator ist cool, aber ihr kennt mich, Most Favorite ist Asimov und ich will mein Asimov Playset mal haben, wo wirklich mein komplettes Inventar aus Asimov besteht. Ein Asimov Knife wäre cool. So ein Asimov Butterfly, da sehe ich mich. Ja, das Hyperaktivitätsknife, so habe ich es immer genannt. Wenn du rumgeslidert bist damit. Ja, jetzt sind wir auch mal dran mit einem schönen Skin. Ich muss sagen, ich liebe diese Cases. Die können schon was. Die können schon was von sich geben. Sind aber leider halt sehr low und sind halt ja nicht so gern bespielt, weil ich sag eben, wie gesagt, es kann auch ein 16 Cent Skin kommen. Aber man kann halt auch die Franklin für 3,11 Euro ziehen. Das ist halt auch schon wieder schön. Ich bin neugierig. Wie gesagt, die Panda Case wird jetzt einiges nachher raussafen an Geld. Bin neugierig, wer das Battle von uns allen gewinnt. Oh, die kannte ich noch gar nicht, okay. Die sah auch cool aus. Ah, da war eine Asimov, gebt mir doch die Asimov. Ich hab euch ganz doll lieb, wenn ich einmal die Asimov bitte hab. Nee, okay. Ich nehme die Gunsmoke auch. Ist schon fast gleich wie Asimov. Fast. Nicht ganz, aber fast. Metallic DDBAT, okay. Die habe ich auch noch nie gesehen. Also noch nie in-game gesehen. Playtätig. Also bis jetzt, es gibt ja wirklich Leute, die spielen von Sandune bis über zu allem. Also, das ist ja manchmal echt krass, was du so an Skins aufhebst. Das ist dann so richtig schön, wenn du so eine AWP Sand, die du Snake Camo siehst auf dem Boden. Ich sag auch, oh cool. So,
sowas wird auch gespielt und nicht einfach, ja, okay, ist ein hässlicher Skin, den schmeißen wir weg. Nee, sondern es ist ein Skin, ich habe einen Skin. Also ich spiele den trotzdem. Auch wenn es jetzt nicht der schönste Skin ist, den es gibt. Aber manche wollen halt auch kein Geld ausgeben, was auch Porsche, okay, see you later, Alligator. Was auch vollkommen verständlich ist, war ich auch mal eine lange Zeit so, aber hat sich auch dann geändert. Dann hat man dann die ersten Cases geöffnet. Irgendwann ist man dann auf die Seiten gekommen. Irgendwann ist man da auch sitzen geblieben. Und jetzt sind wir schon bei den Farmers angekommen. Ja, Hallöchen. Und ich glaube, ich bereue es bis heute noch nicht, dass ich auf die Gambling-Seiten gekommen bin. Mir macht Spaß. Und ich finde, wie gesagt, Cases öffnen hier besser, wie wenn ich es bei Gaben mache. Das Statement bleibt bei mir einfach. Und ja, es ist einfach... Die Sticks ist noch immer 2,70 Euro wert, gut zu wissen.